Ja, hallo Freunde der Spikotour und willkommen zurück bei Divinity Original Sin, wo wir zuletzt endlich, aber wirklich endlich, den Mord geklärt haben. Das Problem ist, der Mörder ist nicht erreichbar für uns. Er ist ein bisschen abseits. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob das vom Sound her jetzt gerade passt. Ich werde nochmal so das ein oder andere ein bisschen runternehmen, weil wir jetzt eine Live-Aufnahme machen und nicht wie sonst, dass ich im Nachhinein render. Hat damit zu tun. Muss jetzt gerade einfach so sein. So. Dazu speichere ich nochmal ab. Separat. Let's play. Ich glaube, sonst haben wir alles durchsucht, ne? Ah, ne, doch nicht. Gerade haben wir noch was rausgeholt. Stinkender Schal. Breiter Schädel, den haben wir auch nicht mitgenommen. Können wir aber. Ein Traum. Alles gehört uns. Tja. Und nun reisen wir am besten. Wohin? Mal in die Questlog reingucken. Legionäre an der Kirche. Und jetzt sind sie ebenfalls untot. Ach ja, die Legionäre müssen wir auch noch suchen, die in Behandlung sind. Mal eben zur alten Kirche. Ziesel Osten, am Hafen, nein. Sollen wir mal zum Bürgermeister eben gehen? Es kann ja sein, dass da jetzt... Dass wir dem mal eben auf die, ja, sagen wir mal, neuen Informationen aufmerksam machen sollten. Und sagen, ja, pass mal auf, Bürgermeister. Insgesamt, ja, hatten wir recht, er ist tot. Er wurde ermordet. Aber, ja, nicht von der einen Person, die wir gedacht haben. Sondern von einer bösen, bösen Hexe. So, irgendjemand will Victorias Tod. Was wisst ihr über die weiße Hexe? Oh, sie ist ein liebes Mädchen. Das ist sie wirklich. Sie hat eine kleine Hütte im Lukulla-Wald, nicht weit nördlich von hier. Sie kommt zwar nicht oft nach Ciesel, aber es ist gut zu wissen, dass sie an der Grenze aufpasst. Ich hoffe, sie ist nicht in die hässliche Geschichte mit dem Ratsmitglied verstrickt. Doch, das ist sie leider. Denn ich werde sie schon bald töten. Es tut mir leid. Sprechen wir über Eglenda, den Elfen. Er ist vor Ort. Oh, Sachen, die ich nicht reden kann. Ihr habt mich gerettet. Hab Dank. Oh, hab Dank. Es war entsetzlich zu wissen, dass jemand für meinen Tod betete. Aber ihr habt dem am Ende bereitet. Die Sonne, eure Ritterlichkeit... hat den Nebel Engländers Hass, Engländer, aufgelöst. Mögen die Götter euer Herz segnen und eure Seele vor Unheil schützen. Hat's noch irgendwas Interessantes für mich? Ich glaube nicht, ne? Das war ein bisschen Geld. Ja, ja, jetzt hat sie noch mal erzählt, wie sie hier aufgezogen wurde vom Bürgermeister. Interessiert uns aber insgesamt gar nicht. Verborgener Hügel. Ich hoffe, wir haben noch eine Schaufel. Ciesel Westen. Ah ne, hier hatten wir es ja schon ausgebuddelt, ja. Außer der Hügel war unter dem... Genau, es war ja der leere Sack hier. Oder sollen wir mal eben versuchen, dass wir das alles in Brand setzen da unten. Na, wir können gar nichts in Brand setzen. Ijal!
Da waren wir schon. Den Punkt der Statuen. Kommen wir da schon direkt hin? Nein. Dann müssen wir nach Nordwesten und von da hoch. Oh, guck mal, Feinde. Seems these thugs are angling for a fight. In that case, I'd say we ought to oblige them. Kommen wir ihnen entgegen, habe ich kein Problem mit. Ich würde jetzt nur ungern ihn da reinschleudern, weil sie wird nämlich einen mächtigen Feuerball feuern. Unsere gute Jasmin. Guter Schaden. Seeküstensträuch. So sträuchig ist der gar nicht. Du hast keine Range-Attacke irgendwas, ne? Luft werden, alles Blödsinn. Warum habe ich ihn gegen den anderen geschleudert? Oh, er kann noch einmal feuern. Oh, und vergiftet den Pascal. Verdammte Hacke, du Penner. Was macht er? Boah, die sind gar nicht mal so schlecht. Aber pass mal auf, Schlawiner. Na, niederschlagen konnte er sich ab, konnte abwehren. Was ist mit dir, du Holländer? Du Holländer. Du elender Küstenstorch. So, das ist der erste erledigt. Der ist auch erledigt. Boah, ich fasse das nicht. Da bin ich einen Schritt zu weit entfernt. Dann geh mal bitte hier hin. Und dann töte den Seeküstensträuch da hinten. Danke. Verbrannt und aufgelöst. So, haben wir den auch umgeschmissen. Oh, die liegt da hinten auch noch. Wir sind noch zwei Runden niedergeschlagen. Erst nur eine Runde niedergeschlagen. Dann kümmere ich mich um ihn zuerst. Jetzt haben wir ja noch zwei Runden gelähmt. Wie zieht es aus der Sichtweite? Ich will ihn doch nicht hier hinten bei mir beschwören. Ach komm. Dann beschwöre ich ihn halt da. Kann mir auch egal sein insgesamt. Oh, seine Sichel. Sehr witzig. So, nächste Runde steht der auf. Na, nutz mal die Heilung auf Pascal. Kann da lieber ein bisschen HP draufkriegen, auf die Rippen. Guter Schaden. Und vor mit dir, mein kleiner Dämon. Auch tot. Lief doch optimal. Genau, heil mal deine Kollegin. Und sonst sind alle fit. Gut. Eine leckere Birne.
Immer diese guten Bieren. Toll, eine einfache Rüstung. Muss echt mal einiges loswerden. So, da unten waren wir schon. Und sonst gibt es hier nichts zu holen. Dann gehen wir mal hoch. Weil zum einen sind hier... Aha, Statuen. Ja, die haben ja dem Mann was versprochen, damit der... Und dann ist er die Klippen irgendwie runtergesprungen. So, da haben wir den Wegpunkt auch. Tapferer Ritter, ein Quellenjäger, sagt mir, wollt ihr wissen, was die Zukunft für euch bereithält? Ihr sprecht, aber was tut ihr hier? Seht, ich stecke hier fest wie ein Krebs auf der Hülle der Zeit, doch während mein Körper in diesem Gefängnis aus Stein festsitzt, wandern meine Visionen frei umher. Möchtet ihr das Ende eurer Abenteuer sehen, Sterblicher? Nein, nicht jetzt. Ihr, edles Wesen, ihr seht aus, als könntet ihr euch jeden Moment in die Lüfte schwingen. Hört genau zu, denn ich kann euch die Fähigkeit verleihen, wie ein Falke zu fliegen. Ich habe gehört, dass ihr diese Geschichte einem anderen Mann erzählt habt und er ist an einem Strand hier in der Nähe in den Tod gesprungen. Oh, ich sage so viele Dinge, wer kann sich da schon merken, welcher Narr welchem Ratschlag gefolgt ist. Dieser Mann bat mich nicht, einem hieb- und stichfesten Schwur abzulegen. Aber für euch ist mein Versprechen am Hieb und am Stichfesten. Ihr könnt also sprechen, aber könnt ihr auch die Gabe des Fliegens gewähren. So sicher wie das Meer grün ist, doch haltet still, zunächst muss ich meinen Zauberspruch aufsagen. Bibitti, bobitti, bu. So, der Zauber ist vollbracht, nur zu, probiert eure neuen Kräfte aus. Für einen ersten Flug empfehle ich einen Steinfelsvorsprung als Sprungbrett. Lebt wohl, o Herr der Lüfte. Vergesst nicht, am besten und am höchsten fliegt ihr, wenn ihr aus dem Lauf heraus abhebt. Je höher das Cliff, desto besser. Seid gegrüßt, ein Blick auf euch genügt, mächtiger Beschützer der Wellen, um eure Bestimmung zu erkennen. Ihr wurdet erschaffen, um das Meer und um durch die Meere zu schwimmen. Ich habe gehört, ihr habt einem Perlentaucher fälschlicherweise erzählt, er könnte unter Wasser atmen. Ich, nun ja, es kann schon sein, dass ich den eifrigen kleinen Taucher ein ganz klein bisschen etwas vorgeflungert habe. Ich schwöre, dass meine Worte an euch wahr sind. Kommt schon, probiert es aus. Was tut ihr, Staton, hier eigentlich? Eine mühsame, lange, ewige lange Aufgabe. Eine Aufgabe, die eher für einen Hund geeignet wäre. Unsere einzige Pflicht in diesen steinernen Gefängnissen besteht darin, den Eingang zu der Höhle dort drüben zu bewachen. Wir müssen verhindern, dass das, was sich darin befindet, entkommt, bis die gerechte Buße getan ist. Aber wir sehnen uns danach, uns wieder frei bewegen zu können. Aber wir sind gefangen, solange unsere bevorzugten Elemente uns nicht befreien. Okay. Also sollte Feuer ihn befreien. Niederer Feuerdämon. Ganz entspannt. Ich wollte dir nichts tun. So, da weiß ich, dass sie schon mal gar keine Chance hat gegen ihn, weil, was soll's bringen, Feuerdämon mit Feuer anzugreifen? Gar nichts. So, gehen wir mit deiner Sichel vor. Niederschlag wieder fehlgeschlagen. Aber du kannst einiges gegen ihn ausrichten. Einfrieren konntest du ihn nicht, aber du konntest ihm auf jeden Fall schaden. Erstmal ausrutschen.
Oh, ein Schlüssel. Bum, 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 bum. Tauschen plus 1. Giftresistenz plus 10. Erd- und Giftresistenz. Dann nimm einfach mal das Amulett. Ach, die Sachen müssen wir auch identifizieren. Erleuchtetes Amulett. Intelligenz plus 1. Lehrmeister plus 1. LP plus 30. Ist doch super. Das können wir mal an Jahan schicken. Vielleicht kann der damit was anfangen. Rüstung 10. Feuerresistenz 10. Das bringt uns nichts. Kann der den noch anziehen? Rüstwert. Nee, das macht alles keinen Sinn. Das auch nicht. Ist eh nämlich günstiger. Gewandtheit 8. Sind wir eh weit weg. Passt schon. Du hier unten bist nicht Eisstatue. Du bist, ja. Ah, doch. Wasserdämon. Niederschlag ist gerade nicht so schlimm. Also beziehungsweise es nicht geklappt hat. Aber gegen Feuer ist auf jeden Fall ein bisschen angefixt. So, renn mal ein bisschen hin. Boah, mit der Sichel, das sieht so witzig aus. Naja, einfrieren müsste ihn trotzdem können. Ne, immun gegen einfrieren, aber ein bisschen Schaden konnte ich wenigstens machen. Und er versucht wieder wegzurennen, der Penner. Glaub mal nicht, dass ich das zulasse. Keine Ahnung, warum ich außen um den rumgelaufen bin. Einfach, weil ich es kann. Und tot. Vor allem, er hat ein Gemälde einer Landschaft dabei. Also, ich bitte euch. So, nicht identifizierter alter Morgenstern. Was kannst du? 1500 Wert. Erfordert Stärke 6. Gib mal bitte zum Pascal rüber. Ist nicht besser. Genau, senden wir den ganzen... Ich sag mal nicht Schrott, aber... so, was ist am schwersten? Das hier unten ist am leichtesten, ne? Alles was oben ist, ist schwer. Silbererz. Das kann auch Madora tragen oder das Eisenerz. Da muss ich doch eh erst in 1000 Jahren wieder dran. Und schon haben wir den Pascal nämlich leer. Grün weiß ich nicht, was ich hinmachen soll, aber ich denke mal, dass Regen hilft hier oben bei ihm. Obwohl es Luft, ne? Dann sollte der Blitz aber helfen. Mir so egal. Ich gebe dir einfach nur aufs Gesicht.
Jetzt sollten wir keinen Blitz einsetzen, aber du dürftest gerade nass sein noch, ne? Aber ich glaube, gegen Einfrieren bist du... Na, er ist nicht immun gegen Einfrieren. Boah. Ah, du Penner. Aber Einschlag ist der weg. Ich bin zwar auch getroffen worden. Na, komm, die Lähmung muss ja jetzt nicht immer sein. Ein Ring. Lehrmeister plus 1. Und Giftresistenz. Hm, wir hatten keinen Ring. Ach, alle haben Ringe. 1700, 1800, 444, 600. Ich gucke immer ein bisschen auf den Preis, aber ich glaube, Pascal hat eigentlich die schlechten. Also die schlechtesten, obwohl Jahan. Jahan hat hier eigentlich den Power Ring. Schnelligkeit plus 1. Nee, das ist alles Blödsinn. Jetzt die Frage, was ist grün? Zorn, tapfer Ritter, ein Quäliger, sag mir, was ihr wissen wollt. Ist das eine Art Trick? Nein, danke. Was wäre denn grün? Grün ist sowas wie Heilzauber. Schrift eures Arztes. Heilschwäche, Blindheit und Stummheit. Aber ich kann ja keinen Heilzauber auf den wirken. Ziel ist blockiert. Auch schön. Ach, Moment. Giftpfeil. Ha! My bonds are broken. My power is unleashed. Weil ich hab falsch gedacht, ist ja natürlich Erddämon. Na, der Penner wird mich natürlich gleich ohne Ende vergiften. Ey, da hab ich schon Spaß dran. So, nächster Ansturm. Unterkühlen ist Blödsinn. So, tot. Und das Gate ist offen. The demon's done. Let's go inside and have some fun. I hope we haven't freed a terror. That would be an awful error. These may have been but lesser demons we fought, but demons they were. What I wonder did they protect? Ja, da ist die Frage. Was beschützt ein Haufen Dämonen? Wahrscheinlich ein Erzengel oder sowas. Stufe 6, 500 Gold. Naja, ist halt nicht die Welt. Tja, aber wie es weitergeht, sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity Original Sin. Bis dahin, ciao, euer Doc.